Hello, my name is Alistair Ingolson from Siemens. Ich bin der Produktmanager für den Coriolis-Messumformer Siflo FC070. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie einfach es ist, den Siflo zu installieren und zu programmieren. Die Siflo-Hardware kann auf zwei verschiedene Arten in Automatisierungssysteme integriert werden. Durch direkte zentrale Integration oder alternativ durch direkte dezentrale Integration. Bei beiden Systemen, zentral und dezentral, wird die Hardware auf dieselbe Weise installiert. Ich werde Ihnen die direkte dezentrale Integration zeigen. Im Lieferumfang des Coriolis Messaufnehmers ist der Sensor PROM enthalten, der für die einfache Programmierung mit messaufnehmerspezifischen Daten vorprogrammiert ist. Sie müssen den Sensor PROM in den dafür vorgesehenen Steckplatz auf der Rückseite des Moduls stecken. Stellen Sie sicher, bevor Sie den Siflo auf der Schiene einrasten lassen, dass ein Rückwandanschluss vorhanden ist. Haken Sie dann den Siflo auf der Schiene ein. Drücken Sie ihn gegen das Modul auf der linken Seite. Drücken Sie ihn abwärts in die Position und schrauben Sie ihn auf der Schiene fest. Nach dem Einbau des Siflo-Moduls müssen Sie das Modul verdrahten. Die gesamte Verdrahtung ist wie bei allen anderen Simatic-Modulen über die Frontseite zugänglich. Sie haben entweder die Standard- oder die Ex-Ausführung. Die grundlegende Verdrahtung ist jedoch ähnlich. Ich zeige Ihnen die Verdrahtung der Siflo-Ex-Ausführung. Das Siflo-Ex-Modul umfasst eine integrierte Ex-Barriere und eine Trennwand. Die Trennwand besteht zwischen dem eigensicheren Anschluss, an den der Messaufnehmer angeschlossen ist, und den nicht eigensicheren Anschlüssen. Die nicht eigensicheren Anschlüsse dienen als Ein- und Ausgang für die Modbus-Kommunikation und die Spannungsversorgung. Die nicht eigensicheren Anschlüsse werden über drei verschiedene Steckverbinder hergestellt, die im Lieferumfang des Moduls enthalten sind. Im Gefahrenbereich wird der Coriolis-Messaufnehmer dann an den 20-poligen, eigensicheren Anschluss angeschlossen und ins Modul gesteckt. Vergewissern Sie sich nach dem Herstellen der Anschlüsse, dass die Abdeckung der Trennwand richtig sitzt. Bei der Standardausführung ist die Verdrahtung die gleiche. Es gibt jedoch nur einen 40-poligen Anschluss ohne Trennwand. Damit ist die Hardwareinstallation beendet. Sie müssen nur noch die Spannung einschalten und der Siflo beginnt, den Durchfluss zu messen. Bei der Systemintegration geht es jedoch nicht nur um die Hardware. Die einfache, nahtlose Softwareintegration ist genauso wichtig. Dafür bieten wir für den Siflo gut definierte Standard-Software-Schnittstellen. Ich werde Ihnen zeigen, wie einfach es ist, den Siflo in Step 7 zu programmieren. Im ersten Schritt installieren Sie die Siflo-Bibliothek auf Ihrem PC. Dann öffnen Sie den Simatic Manager. Danach öffnen Sie die Siflo-Bibliothek und kopieren die Bibliothek in Ihr Projekt. Öffnen Sie den Baustein in Ihrem Projekt, in den Sie den Siflo-Funktionsbaustein einfügen möchten. Fügen Sie den Siflo-Funktionsbaustein in Ihr Projekt ein und konfigurieren Sie drei Parameter. Die Hardware-Konfigurationsadresse, die Datenbausteinadresse und die Vektoradresse. Laden Sie den SPS-Code in Ihre SPS. Mit wenigen einfachen Software-Integrationsschritten haben Sie bereits die wichtigsten Prozesswerte. Der Siflo und die SPS geben Ihnen vollständige Kontrolle und einfachen Datenzugriff. Alle Daten werden aus dem Gerät direkt in einen vorprogrammierten Datenbaustein ausgelesen. Sie haben auch alle detaillierten Diagnose- und Statusinformationen am Ausgang des Funktionsbausteins ohne weitere Programmierung verfügbar. Für weitere Steuerungsoptionen finden Sie eine schrittweise Anleitung im Getting Started Handbuch und in der Bedienungsanleitung. Wie Sie gesehen haben, sind Installation und Programmierung des Siflo einfach und problemlos. Wie gehabt, mein Name ist Adelstein Ingolfsen und weitere Informationen zum Siflo finden Sie auf unserer Webseite.